Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum dritten Spieltag im Captain-Turnier Neuseeland gegen Deutschland. Heute das erste Spiel von Deutschland. Hier seht ihr nochmal die Tabelle von der Gruppe A. Gestern hat ja Portugal gegen die Ukraine ganz knapp gewonnen, 3-2. Seht ihr auch an der Seite. Und davor Frankreich 3-0 gegen Brasilien. Hier seht ihr auf jeden Fall, die Gruppe hat sich an nichts geändert. Und Gruppe B jetzt Neuseeland, Island, Deutschland und Ungarn. Und hier die Top-Torjäger. Erster Mbappé, dann Jota von Portugal. 2 Tore gestern. Ronaldo hat auch gestern sein allererstes Tor erzielt hier. Und die Ukraine hat auch ein Elfer einmal geschossen. Und einmal noch so ein Tor. Und ja, hier ist auf jeden Fall die Tabelle und ich würde jetzt sagen, auf jeden Fall, let's go mit dem Spiel. So, willkommen beim Spiel Neuseeland gegen Deutschland. Auf jeden Fall Deutschland hier, der Favorit auf jeden Fall, in der Gruppe komplett Favorit. Und erstens spiele ich mit Neuseeland, zweite Deutschland, ist ja immer so. Und ja. Und da haben wir den ersten Ballverlust für die Deutschen. Doch. Dann haben sie auch einen Ballverlust. Und jetzt Chance für Deutschland, Timo Werner. Doch, der neuseeländische Torwart hält ihn. Und jetzt Kontermöglichkeit für Neuseeland. Neuseeland! Doch neue Heldin. Für wen seid ihr im ganzen Turnier, Leute? Und jetzt Deutschland, Timo Werner und Sané macht ihn. 1-0 für Deutschland. Wunderschön hier angenommen und dann ist Sané da. Eins zu null für Deutschland. Verdient. Und Einwurf für Deutschland. Daraus könnte sich eine Chance entwickeln, aber jetzt eine Chance für Sané und Kai Havertz macht das 2-0. Havertz, Kumpel von Wisla Barca. Grüße gehen raus an ihn. Macht ihr das 2-0 hier. Sané mit der Vorlage. Doch der Keeper rennt raus. Das war ein Fehler. Dann ein schöner Pass. Und Havertz macht ihn. Weit zu 0 für Deutschland. Und direkt wieder Ballverlust und Kontermöglichkeit für die DFB 11 und Pfosten. Und der Keeper hält ihn. Doch der wird abgeblockt und wieder und jetzt, was ein Ballverlust. Und jetzt Kontermöglichkeit. Havertz und Gnabry. Und der Keeper hält ihn. Zum ersten und zum zweiten. Dort hält er ihn. Nicht mehr. Und Gnabry nutzt die Chance. 3-0 für Deutschland.
jetzt eine Möglichkeit für die Neuseeländer. Ich glaube, zum ersten Mal hier im Strafraum. Und Riesenmöglichkeit, doch neuer Heldin. Und jetzt kommt eine Möglichkeit für Deutschland. Geht jetzt was? Der Keeper hält ihn. Und letzte Möglichkeit. Riesenmöglichkeit für Havertz. Doch er kann es nicht nutzen. Der Keeper hält ihn. So, da haben wir den Halbzeitpfiff. Jetzt bin ich hier mit Deutschland. Bisher steht es 3-0. Für die Germanen. Und jetzt Möglichkeit für Neuseeland, doch der wird einfach weggeköpft. Jetzt Kontermöglichkeit für die Deutschen und wäre ein schöner Kopfball gewesen. So, war eine kleine Chance, aber vertan. Und jetzt Konter für Deutschland. Und die wird nicht genutzt von Timo Werner. Das war eine Riesenchance. Da hatte doch schon jeder den Torschrei auf den Lippen. Und jetzt Konter Deutschland. Timo Werner. Und drin! 4-0, ein wunderschöner Treffer. Habt ihr den gesehen? Der schönste Treffer, denke ich mal, hier im Spiel. Vier zu null für Deutschland. Und jetzt eine Möglichkeit für Neuseeland und da können sie verkürzen. 4-1. Und Timo Werner, doch. Der Ball wird abgeblockt. Und jetzt eine Chance für Kai Havertz. Kai Havertz! 5-1 für Deutschland. Sehen, wie Deutschland, wie Island und Ungarn spielen werden, doch neuer Heldin hier. Eine sehr gute Chance. Doch neuer Heldin noch. Mit einem Hechtsprung kommt er da noch ran. Kein Wunder, dass er einer der besten Torhüter der Welt ist. Und da boxt er ihn weg und jetzt könnte sich tatsächlich eine Chance für Neuseeland entstehen. Doch jetzt eher eine Chance für die Deutschen. Sané! Doch der Keeper hat ihn. Sehr gute Chance und jetzt Eckball für Deutschland. Und jetzt eine Chance. Doch Timo Werner kann diese ultra gute Chance einfach nicht nutzen. Und jetzt. Das war's mit dem Spiel. Auch wenn es ein ekliger Abpfiff war.
Das heutige Spiel geht 5-1 für Deutschland aus. Ich würde sagen, Leute, ciao, Leute, bis zum nächsten Mal.